Wow, 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 okay, Freunde. Ganz, ganz langsam. Capital Bra hat ein neues Lied gedroppt, ja. Und ey, ich schwör's euch, wir haben heute Montag, den 19. Juli. Und hier, Premiere vor 89 Minuten. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich war gerade auf YouTube, hab ein Video auf Heavy Reaction hochgeladen. Und ich sehe auf der Startseite Capital Bra mit Die Wahrheit ist kein Hit, ja. Man kennt's auf jeden Fall von früher. Boah, wow, krass, sogar 5K. Man kennt's auf jeden Fall von früher, ja. Dass der Bre, sag ich mal, immer wieder, wann er wollte, zwischendurch ein Lied rausgehauen hat. Ihm war es scheißegal, sei es Donnerstag auf Freitag, ihm war es egal. Ihn juckt nicht, ob er auf 1 chartet oder nicht. Weil ihr müsst wissen, warum laden die Rapper immer Donnerstag auf Freitag genau um 0 Uhr die Lieder hoch. Ich sag's euch, warum. Weil freitags die Platzierungen stattfinden. Ja? Dort wird dann bewertet, also die haben eine Woche bis zum Freitag Zeit dann. Wer ist auf 1, wer ist gechartet, auf wie viel und so weiter. Und es wäre jetzt eigentlich dumm, wenn du an einem Montag, Dienstag, Mittwoch ein Video raushaust, dann hast du ja nur noch ein paar Tage bis zum Freitag und dann chartest du nicht so gut, wie die, die am Freitag rausgehauen haben. Aber Kapi ist scheißegal, Digga. Weil er macht so oder so Hits, Digga. Er landet so oder so auf 1. Und ich sag euch ehrlich, Kapi ist einer, den juckt das nicht. Er fühlt einfach die Musik. Damals, wie mit Samra in diesem Duo, Digga, die haben alles zerrissen. Dem war scheißegal, die haben einfach gedroppt. Single nach Single und die haben rasiert. Und jetzt geben wir uns, die Wahrheit ist kein Hit. Klingt, ja, klingt schon so ein bisschen auf entspannter. Vor kurzem haben wir reagiert auf Kylian Mbappé mit Dribbel. Dribbel ging ja richtig ab. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Let's go, jetzt haben wir genug gelabert. Okay, okay, ich sage euch nur eine Sache. Wenn der Beat so anfängt und hier steht, directed by Heiko Hammer, dann wird es einfach dieser Capital Bra, dieser Vibe von früher. Einfach der aus Berlin, der einfach, Bruder, der geht ins Studio, der nimmt irgendwas auf, der ist einfach in seinem Film. Heiko kommt kurz mit seiner Kamera, kurzes Gimbal, zack, 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 nichts Aufwendiges. Einfach Realness, Authentik, Digga. So, ich bin gespannt aber. Ich mach Feuer, Bruder, erinnert mich gerade daran, diese Flammen. Boah, ich fühle das gerade richtig. Was haben wir hier? Zigaretten, PlayStation 5 Controller, genau. Ich glaube, das ist hier, warte. Ist das Teledin? Oder ist das Mineralwasser? Ah, hier ist auf jeden Fall Jackie, glaube ich. Okay, okay. Was sagt uns das? Ich glaube, das wird auf Depre, dieses Lied. 20.000 Leute schreien mein Name. Oh, nein! Nein! Lieber Gott, nein! Oh, gleich kommt die Gänsehaut. Das ist das, was ich bei Kapi so feier. Oh nein. Ich steck 50.000 Euro am Arm. Wie soll es weitergehen? Ich hab. Ich hab keinen Plan. Sie denken, ich wär reich, doch ich fühl mich so arm. Oh. 20.000 Euro. Boah, was sind das für Lines? Liebe Lines, Digga. Ich steck 50.000 Euro am Arm. Wie soll es weitergehen? Ich habe keinen Plan. Sie denken, ich wäre reich, doch ich fühle mich so arm. Was will ein Kapi mit dieser Line ausdrücken? Ich meine, klar, jeder, der arm ist, wünscht sich, reich zu sein. Und nur erst dann, wenn du reich bist, kannst du sagen, dass Geld nicht alles ist. So. Und ich denke mal, Kapi ist einer, ach, also schwer, dass der nicht, also schwer, wenn der unter 20 Millionen auf dem Konto hat. Ne? Ich meine, der hat alles zerrissen, sei es mit Pizza, mit Eistee, mit seinen Liedern. Ne? Gönne ich ihm auch von Herzen diesen Erfolg. Ne? Ist ein realer Typ. Und ich glaube, den kann man das abkaufen, weil er ist einfach einer, so den juckt das nicht, Digga. Der kauft sich einen Döner für 4 Euro, isst ihn. Ihn juckt kein Highlife oder so, obwohl er Millionen auf dem Konto hat. Und er sagt hier gerade, die Leute, warte, sorry, ich muss die Line nochmal hören. Ja, sie denken, ich wäre reich, doch ich fühle mich so arm. Was will er damit sagen? Vielleicht will er damit ausdrücken, Digga, dieses Geld macht mich nicht glücklich. Vielleicht fehlt es mir einfach an der Familie, die Wärme, meine Freunde, keine Ahnung, so, wer weiß, ne? Deswegen, vergiss nicht, halt's im Hinterkopf, Geld ist wirklich nicht alles, ne? Familie, Gesundheit, da kommen so viele Dinge, die noch wichtiger sind, ne? Meins Awards, fick die Platten an der Wand.
Fick die Benz, fick die Rolex an der Hand, ich hab Barra auf der Ich bin satt, Leute, ich hab Hunger, aber alles schmeckt nach Sand. Bruder. Ja, er sagt selber, er ist hungrig. Man sieht es auf jeden Fall, wie er am Hustlen ist, ne? Immer wieder hat er neue Ideen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall hungrig. Und ich hab mit mir selber ein Problem. Alles hat seinen Preis, was die Leute nicht verstehen. Ach, was wollt ihr mir erzählen? Ich hab meine Mama seit Monaten nicht gesehen. Oh, das sind wieder diese Lines, ne? Die einfach so krass unter die Haut gehen, ne? Ich weiß nicht, warum ein Kapi, er bringt so gut rüber, ne? Es ist so authentisch, man fühlt einfach so krass mit, ne? Ich kann es nur wieder erwähnen, damals diese ganzen Lieder mit Samra, das Collabo-Album zusammen, diese ganzen deepen Lieder, so, die hat man so krass gefühlt. So, das ist, er ist halt Realness in Person, weißt du? Realness in Person und was er gerade so sagt, ich habe meine Mama seit Monaten nicht gesehen, man fühlt es einfach voll. Das tut einem voll leid. Bruder, nein. Ich bin ein guter Rapper, aber kein guter Papa. Oh, das tut eigentlich schon weh, Digga. Was für Lines. Da siehst du mal, er will damit ausdrücken, Digga. Tamam, okay, ich bin Rapper, hab Geld, aber ich bin kein guter Papa. Und das beruhigt ihn vielleicht. Und wie oft bin ich meiner Frau fremdgegangen? Ich hab ihr weh getan. Nicht mich nicht ehren, Mann. 20.000 Leute schreien mein Name. Boah, Digga! Was sind das für tiefgründige Lines, Bruder? Ich bin meiner Frau so oft fremd gegangen. Nennt mich nicht Ehrenmann. Bruder, ich find's aber auch krass, dass er so emotional wird und so in private, Dinge reingeht, weißt du, und sowas auch erwähnt, weißt du, guck mal, was er da einfach von sich gibt. Das würde niemals einer von sich einfach so preisgeben. Ich bin meiner Frau so oft fremd gegangen, nennt mich kein Ehrenmann. Boah, Bruder. Bruder. Ich bin grad Schock, Digga. Ich bin grad Schock. Ich sag 50.000 Euro. Wie soll es weitergehen? Das Lied heißt zwar Capital Bra, die Wahrheit ist kein Hit, aber das ist für mich ein Hit, Digga. Was er da wieder gemacht hat, das ist in meinen Augen ein Meisterwerk. Diese Sachen, wo er, sage ich mal, videotechnisch gesehen, ist das kein Aufwand. Das sind 1.000, 2.000 Euro Videos. Er hat einfach nur, der Heiko hatte viele Videoaufnahmen von früher reingeschnitten, ein bisschen von ihnen aufgenommen. Das ist wirklich, das sind so auf locker einem Freund schwarz kann man 1.000, 2.000 Euro geben. So, erstmal so. Und das, was er aufgenommen hat, es ist halt Kapi, das kann nicht jeder. Er ist einfach kreativ und er muss sich einfach nur vor das Mic hinsetzen und macht einfach. Weißt du, einfach auf locker, er macht und wird emotional und es wird ein Hit. Ich finde, das sind diese Momente, wo er die besten Lieder schreibt, weißt du, wo er es am besten rüberbringt. Er muss sich gar nicht anstrengen, wie viele andere konzentrieren, schreiben. Einfach hinsetzen, ehrlich sein, das, was er fühlt, soll er seine Zeilen umformen, weißt du, Heiko, komm. Dein Kameramann auf locker, zack, 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 boom. Das ist das, was ich bei ihm so fühle. Was eine geile Hook, Digga. Pff. Ich bin draußen, verdiene Millionen. Dafür verpasse ich den ersten Schritt von meinem Sohn. Boah, Bruder! Die Lines werden ja immer krasser. Ich verdiene Millionen da draußen, aber verpasse dafür den ersten Schritt von meinem... Bruder. Ich sag doch, er wird sehr, sehr emotional. Ich weiß nicht, was da passiert ist, warum, wie es jetzt dazu so kam, Digga. Denn es ist eine Sache, Barra zu verdienen. Ich kann Spielzeug für ihn kaufen, doch keine Zeit mit ihm zu spielen. Bruder, was ist denn hier los? Was sind das für Lines? Ey, Digga! Ich kann Spielzeug für ihn kaufen. Keine Zeit mit ihm zu spielen. Doch keine Zeit, um mit ihm zu spielen, Digga. Das ist einfach so wahr. Traurig, aber wahr. Wie viele, sage ich mal, Familienväter gibt es so, die haben ohne Ende Geld, pumpen ihre Kinder voll, aber schenken den
in Wirklichkeit nicht das, was sie wirklich brauchen. Und das ist Liebe. Zeit, Aufmerksamkeit, Liebe, Wärme, das, was Kinder wirklich brauchen in einer Familie. Diese Kinder werden ja immer wieder vollgestopft mit Spielzeug, das, Handys, Tablet, und die vergessen dann das wirklich Wichtige im Leben, weißt du? Und er spricht es gerade an. Ich habe genug Geld für die Spielzeuge, aber keine Zeit zum Spielen. Du hast drei gesunde Kinder, Geld, Haus, dir geht es gut. Du bist fame, du hast Hype, du hast einen guten Ruf. Warum? Bra, mir geht es nicht um Geld, läuft kein Beat im Hintergrund, bin ich wie auf Entzug. Läuft kein Beat im Hintergrund, bin ich wie auf Entzug, Bruder. Heftige Line, heftige. Man hätte jetzt denken können, so, okay, er spricht vielleicht das an. Man weiß ja, er hatte auf jeden Fall ein Drogenproblem, so, ne, konsumiert schon einiges. Und ich dachte jetzt, er spricht irgendwie sowas an mit Drogenkonsum, aber er sagt einfach, läuft kein Beat im Hintergrund, bin ich wie auf Entzug. Ich könnte die Namen meiner Kinder tätowieren, doch ich weiß, das würde sie nicht interessieren. Sie, aber ihnen ist es scheißegal. Sie wollen Papa und nicht Kapital. Oh, Bruder! What? Ey, diese Lines, die gehen so rein, ne? Die wollen Papa und nicht Kapital, Alter. Ja, ist so. Ist so. Walla, was soll ich dazu sagen? Ich bin gerade schock, Walla. Ich fühle dieses Lied gerade so. Am liebsten würde ich Kapi gerade einfach nur umarmen. Ich schwör's dir, Walla. Was ein sehr, sehr emotionales, sehr, sehr deepes Lied, Digga. 20.000 Leute scheinen mein Name. Ich sag 50.000 Leute. Was hat der da rausgehauen? Was hat der da rausgehauen? Noch nie so ein emotionales Lied von Kapi gehört, ehrlich. 20.000 Leute scheinen mein Name. Ich sag 50.000. Heftig, heftig. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Heftig. Das ist ein Hit, Digga, in meinen Augen. Daran merkt ihr aber mal so, wie es hinter den Kulissen aussieht. Nicht immer der Kapi, der glücklich und froh in der Story ist und sagt, Bratans, Bratinas, was geht ab, weißt du? Das sind die Schattenseiten, Digga. Ne? Jeder Erfolg bringt seine Schattenseiten mit. Und ihr seht, wie der kaputt ist. Der Mann ist kaputt, weißt du? Der Beat ist aber auch anders. Fühle ich anders, Digga. Was hat dieser Mann da mal wieder gemacht? Was hat dieser Mann da mal wieder gemacht, Digga? Ja, okay, okay. Kennen wir Kapitur? Was hat dieser Mann da gemacht, Digga? Heftig. Heftig, 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 Digga. Also, erstmal so, Bewertung. Ganz klar, das ist eine 11 von 10. Ihr könnt auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das Lied empfindet. Ne? Es war ein sehr, sehr emotionales Lied. Sehr, sehr viel Privates wurde mit eingebaut. Und ich finde sowas viel schöner, wie als wenn du ein 100.000 Euro Video hast, weißt du, wo du richtig viel investierst, irgendwo in Dubai oder keine Ahnung wo, wo du dir wochenlang irgendwie Texte schreiben lässt, das Beste raussuchen lässt, irgendwelche krassen Reime und so weiter. Digga, hier ist einfach so, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach Realness, Digga. So, er setzt sich hin, er spricht, er redet sich einfach so, so das, was ihm auf dem Herzen liegt, so, weißt du, so einfach frei aus Herzen, er lässt seine Emotionen raus, das ist so der Kapi, den ich halt feiere, so, weißt du, das ist genau die Art von Musik, die ich gerne nachts auf der Autobahn im Auto höre, mir gebe und voll fühle, so, weißt du, das ist so gerade so dieses deutsche Ibrahim Tatlis oder müssen wir aber, keine Ahnung, so, weißt du, so, aber ja, ich fand's, war ein sehr, sehr schönes Lied. In diese Richtung würde ich mir auf jeden Fall viel, viel öfter wünschen. Brutal, fett, Digga. Hat man wirklich, also, ich hatte nichts zu bemängeln. Weder das, dies, das, Digga. War wie eine Bombe. Meine Meinung, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das war's mit dem Lied, ja. In dem Sinne, haut rein.